Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz besonders herzlich zu dieser Ausgabe von Börse Live. Es ist die erste an dem neuen Handelstag und die erste nach dem Feiertag. Nach dem Feiertag gestern in einigen Ländern sind jetzt eigentlich alle wieder an Bord. London wird freundlich erwartet mit einem Plus von gut 1%. Auf New York müssen wir freilich noch ein bisschen warten. Dort beginnt nach dem Memorial Day gestern heute also wieder der Handel. 15.30 Uhr, wie gesagt, nur ein bisschen warten müssen wir. Und in Frankfurt erwarten wir den DAX leicht freundlich nach dem durchaus starken Auftritt gestern. Gefallen ist allerdings der Ölpreis, ganz interessant, und zwar um etwa 0,3%, sowohl das Brent Oil als auch die amerikanische Leichtölsorte. China gibt sich nämlich zufrieden mit weniger Wirtschaftswachstum und das drückt so ein bisschen auf die weltweite Konjunktur bzw. damit dann auch auf den Ölpreis. Der Chef der Eurogruppe, Jeroen Dijsselbloem, hat die Möglichkeit eingeräumt, dass Portugal eine neue Lockerung der vereinbarten Defizitziele beantragen könnte. Wichtig sei allerdings, dass Portugal die Sanierungsbemühungen fortsetzen wird. Es wäre der zweite Anlauf. Erst im März hatte Lissabon mit der Geldgebertroika eine Lockerung vereinbart. Im Zuge der Sparmaßnahmen steuert Portugal auf das dritte Rezessionsjahr in Folge zu. Trotzdem bleibt die Arbeitslosenquote sehr hoch oder steigt sogar noch weiter auf 17,5% und trotzdem kann man die Defizitziele von 5% nicht erreichen, wird man doch relativ deutlich um fast 1,6 Prozentpunkte verfehlt. Und damit geht's nach Frankfurt zu Franziska Schimke, unserer Korrespondentin. Franzi, gestern zum Wochenauftakt eigentlich ein recht starker Tag ohne Störfeuer aus Amerika oder ohne Rückenwind aus Amerika. Was wird das heute für ein Handelstag? Ja, das ist eine ganz spannende Angelegenheit, denn wir haben uns ja gestern zu Wochenauftakt wirklich freundlich präsentiert und da sagten einige, wir haben dünne Umsätze gesehen, weil in London als auch in New York aufgrund eines Feiertags eben die Börse geschlossen geblieben war. Allerdings sind bei diesen dünnen Umsätzen solche Zugewinne dann auch eher ja ein bisschen schwierig einzuordnen, ob das denn das wahre Bild der Börse tatsächlich auch widerspiegelt. Jetzt haben wir aber heute ganz gute Vorgaben von Seiten der Asiaten. Wir erinnern uns, der Nikkei hat zuletzt mächtige Kurskapriolen aufs Parkett gelegt. Heute ist man dort freundlicher unterwegs. 1,6% geht es nach oben und auch der Hang Seng gut unterwegs. 0,2% dieser im Plus und auch der US Dow Future zeigt sich von seiner freundlichen Seite und von daher könnte es heute dann durchaus so sein, dass wir weiter im grünen Bereich unterwegs sind. Das heißt, nachdem wir gestern bei 8.383 Zählern hier aus dem Handel gegangen sind, das war ein Plus von 0,9%. Gehen wir davon aus, dass wir heute direkt die 8.400-Punkte-Marke hier knacken werden. Und das könnte dann wiederum bedeuten, dass wir die Phase der Konsolidierung abgeschlossen haben und dass es jetzt dann wieder tatsächlich zu Käufe und weitere steigende Kurse beim deutschen Leitindex geben wird. Die Impulse gestern absolute Mangelware. Heute kommt dann wieder einiges, nicht so sehr von Seiten der Unternehmen, aber von Seiten der Konjunktur. Wir haben den Case-Shiller-Hauspreisindex aus den USA, wir haben das Verbraucher Vertrauen aus den USA. Wir haben aber auch jetzt um 8 Uhr die Exportpreise aus Deutschland und um 8.45 Uhr bekommen wir das Verbrauchervertrauen aus Frankreich und um 11 Uhr steht eine italienische Anleiheauktion auf der Agenda und somit kommt dann auch immer mal das Thema europäische Schuldenkrise wieder etwas hoch. Das heißt, da werden wir mit Sicherheit ganz genau drauf schauen, aber nichtsdestotrotz jetzt erst einmal positive Stimmung hier am Markt. Fanden Sie relativ ungewöhnlich hinter Ihnen die Anzeigentafel komplett schwarz? Sonst steht da immer so ein bisschen wenigstens Uhrzeit oder Datum. Ist da irgendwas kaputt oder einfach mal Wartungsarbeiten oder ist das einfach heute eine kleine Ausnahme? Andreas, sehr, sehr aufmerksam. Mir ist es noch gar nicht so aufgefallen, denn heute Morgen war hier noch alles normal. Hier ist dann immer so gegen, ja, 6:30 werden diese Tafeln gewaschen. Dann läuft da so ein weißes Band drüber und danach stellt sich in der Tat hinten bei mir auf der DAX-Tafel immer schon, ja, der letzte Kurs auf und dann sieht man eben auch den Early DAX. Aber da scheint aktuell was nicht ganz rund zu laufen. Wir haben das im Blick und vielleicht greife ich zum Telefonhörer und rufe mal die Technik an. Nicht, dass das so geht wie bei dem Spaßanruf bei Mediamarkt Leipzig, wo sie dann geschimpft haben, eine schwarze DAX-Tafel, einen ganzen Tag eine schwarze DAX-Tafel. Warten wir es mal ab, vielleicht tut sich dann noch was. Bis später. Genau, bis dann, ciao. Die Strompreise sind in der Europäischen Union erneut deutlich gestiegen. Und zwar im Schnitt um fast 7%. Bei Gas betrug das Plus sogar über 10%, 10,3%. Ein EU-Haushalt zahlt für Strom im Schnitt 19,7 Cent pro Kilowattstunde inklusive Steuern.
Deutschland zahlt 26,8 Cent. Das ist der dritthöchste Wert in der EU. Und der Anstieg hier laut Eurostat 5,7%. Leicht also unter dem EU-Schnitt. Und damit setzt sich der Aufwärtstrend für Haushaltsstrom in der EU fast linear fort. Ganz anders sieht es im Norden aus. Da können sich die Verbraucher über fallende Preise freuen. In Schweden war der Strom knapp 5% billiger und im Nicht-EU-Land Norwegen sind die Strompreise gefallen um fast 10%. Bilfinger will die Sparte Concessions verkaufen. In der Sparte Concessions werden die Aktivitäten mit dem Staat gebündelt. Concessions ist mit Abstand die kleinste Sparte von Bilfinger. Bilfinger hatte ja vor rund 2 Jahren einen Strategiewechsel angekündigt und setzt seitdem voll auf das Dienstleistungsgeschäft. Und damit schlug der Konzern einen anderen Weg ein als der Essener Konkurrent Hochtief, der weiter stark auf das Thema Bau setzt. Die Notenbanken pumpen seit Monaten Liquidität in die Märkte, ob Federal Reserve, Bank of Japan oder EZB. Die Zinsen sind extrem niedrig. Die USA und Japan fahren seit Jahren sogar eine Nullzinspolitik. Soweit ist die Europäische Zentralbank noch nicht. Allerdings werden potenzielle neue Maßnahmen doch sehr heftig diskutiert. Die Geldpolitik der EZB polarisiert, sogar in den eigenen Reihen. EZB-Direktor Jörg Asmussen hat seine Kritik an der Geldpolitik erneuert. Der Notenbanker warnt vor den Folgen einer zu langen Niedrigzinspolitik. Gleichzeitig ist er skeptisch, was einen negativen Einlagenzins angeht. Zuletzt hatte es Diskussionen gegeben, die EZB könnte eine Art Strafzins für Geld einführen, das bei der Notenbank geparkt ist. Eine Option, die Notenbankchef Mario Draghi nicht ausschließen will. Ohnehin gibt es immer mehr Stimmen, die sogar eine Ausweitung der Geldpolitik fordern. Die Industriestaatenorganisation OECD zum Beispiel sieht die Europäische Zentralbank im Zugzwang. Andere Notenbanken wie die Bank of Japan oder die amerikanische Federal Reserve seien mit ihren Maßnahmen ein positives Beispiel. Beide Zentralbanken kaufen zusätzlich zu ihrer Nullzinspolitik in großem Stil Staatsanleihen auf. Ein Kurs, den sich die OECD auch in Europa vorstellen kann. Fakt ist, die Arbeitslosigkeit in der Eurozone erreicht immer neue Höhen. Vor allem in den Südländern. Die jüngsten BIP-Daten waren ernüchternd. Die Eurozone steckt weiter in der Rezession. Geht es nach der OECD, könnten weitere Maßnahmen der Europäischen Zentralbank der Eurozone wieder auf den Wachstumspfad verhelfen. Kritiker wiederum sehen durch die extreme Geldflut den Boden für die nächsten Krisen bereitet. Die Geldpolitik der EZB und der anderen Notenbanken polarisiert eben. Der Chef von Telefonica Deutschland, das ist René Schuster, er schließt eine Fusion mit dem deutschen Wettbewerber E-Plus aus, zumindest in naher Zukunft. Er sagt, wir gewinnen auch so immer mehr Marktanteile, das sagte Schuster dem Handelsblatt. In der Vergangenheit hatten die hochverschuldeten Konzernmütter, also Telefonica aus Spanien und KPN aus Holland, mehrfach eine Zusammenführung ihrer beiden deutschen Töchter ins Spiel gebracht. Durch einen Zusammenschluss wäre auf dem deutschen Mobilfunkmarkt ein neues Schwergewicht entstanden, das auf Augenhöhe operiert hätte mit den Marktführern Deutsche Telekom und Vodafone. Die auflagenstärkste Boulevardzeitung Europas, Bild Online, wird kostenpflichtig. Ab dem 11. Juni wird Bild ein Basisangebot an Nachrichten zwar weiterhin frei im Internet anbieten. Einige Artikel sind dann allerdings nur noch gegen Gebühr zu lesen. Das hat der Herausgeber angekündigt, das ist die Axel Springer AG. Leser, die sich für das neue Angebot mit dem Namen Bild Plus entscheiden, bezahlen zwischen 4,99 und 14,99 Euro im Monat. Und bei der teuersten Variante ist dann die täglich gedruckte Ausgabe inklusive, die dann am Kiosk abgeholt werden kann. Wie es weitergeht mit der Eurozone, diese Frage beschäftigt den Markt schon eine Weile. Und meine Kollegin Viola Grebe hat Professor Hans-Olaf Henkel getroffen, den ehemaligen BDI-Präsidenten. Und sie wollte wissen, was man tun muss, um die Probleme in der Eurozone in den Griff zu bekommen. Na, erstmal muss man den Mut haben, den Wählern und Wählerinnen klarzumachen, wo der jetzt eingeschlagene Kurs hinführt. Der jetzt eingeschlagene Kurs führt nach meiner festen Überzeugung zu einer Sozialisierung der Schulden in Europa. Und das ist auch nötig, um den Euro zu retten. Er führt auch dazu, dass Europa zentralisiert wird. Auch das ist nötig, um den Euro zu retten. Früher haben wir aber mal gesagt, dass jedes Land selbst verantwortlich für seine Schulden ist. Und früher waren wir immer der Meinung, dass wir das Prinzip der Subsidiarität mögen. Das steht ja auch im Lissabon-Vertrag drin. Das heißt,
Die Verantwortung soll möglichst nah am Bürger hingelegt werden. Um den Euro zu retten, muss jetzt zentralisiert werden. Der Wettbewerb zwischen Ländern wird aufgehoben und wird ersetzt durch Harmonisierung. Jetzt will man die Steuersätze in Europa harmonisieren. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass das Steuerniveau insgesamt natürlich angehoben wird. Das heißt, Europa wird schleichend, um den Euro zu retten, wettbewerbsunfähig. Und ich halte es für falsch, immer nur nach innen zu gucken, was können wir tun, um den Euro zu retten. Wir müssen uns überlegen, ob die Eurozone dabei wettbewerbsfähig bleibt. Und ich bin fest davon überzeugt, das ist nicht der Fall. Und die Frage ist natürlich auch, was haben wir für Möglichkeiten, jetzt uns zu stellen, wie wir den Euro retten können? Wir brauchen Alternativen und ich sehe drei. Die eine Alternative wäre zurück zu den alten nationalen Währungen. Dafür bin ich nicht. Die zweite Alternative wäre, jedes Südland, was gegen die Kriterien verstößt, was jetzt pleite geht, auch pleite gehen zu lassen. Dafür bin ich nämlich auch nicht. Denn das hätte in der Tat durchaus große Risiken. Nehmen wir mal an, wir ließen jetzt Griechenland raus. Dann hätten wir einen Bankensturm nicht nur in Athen. Wir haben ja gerade erlebt in Zypern, was fast passiert wäre. Wir hätten wahrscheinlich auch einen Bankensturm in Lissabon und in Rom. Und dann in Paris. Nein, ich bin schon seit einiger Zeit für eine dritte Variante. Dass wir den Euro da lassen, wo er ist. Und dass Deutschland zusammen mit Holland, Finnland und Österreich aussteigt und einen anderen Euro aus der Taufe hebt. Ein Euro genauso, wie er ursprünglich mal konzipiert war. Ein also, Euro, der sich also an die Maastricht-Kriterien hält und so weiter. Das heißt, ein Arbeitstitel dafür ist Nordeuro. Das vollständige Interview sehen Sie online bei uns unter drf.fm und das für Sie kostenfrei. Kurze Pause, gleich kommt die technische Analyse.